Hey Jan! Servus! Ja, schön, dass du mich hier besuchst. Willkommen in der Steineloge. Ja? Also, ich habe hier in Bad Schönborn habe ich aufgemacht, weil ich dann direkt an der A6 und der A5 bin und da kann man mal einen schnellen Abstecher hier bei mir machen. Ja? Und ja, dann freue ich mich, dich in meinem Laden begrüßen zu dürfen. Ja, super! Wir sind ja gerade noch in der Corona-Zeit, deswegen ist aber ja so, dass, weil wir jetzt beide schon getestet sind, haben wir jetzt kein Problem. Nur, dass wir das verstehen. Gerade hier eine fette Maschine vorbei. Für wen das Motorrad so laut war, wir sind getestet. Gerade so ein bisschen Geräuschkulisse. Genau, also hier, ich bin in der Nebenstraße, aber auch in der Nebenstraße kommt hin und wieder mal einer vorbei. Ja, also, wir kommen in dem Laden. Ja, wenn ich mal so anfange, auf der rechten Seite finden wir erst mal eine kleine Auswahl an Neuware. Also ich habe da halt eben nur gewisse Sachen ins Sortiment genommen, wo ich halt wirklich sage, okay, die sind cool, die kann man wirklich gut anbieten. Bei manchen Sachen, da war ich halt ein bisschen kritisch, aber ich denke, ich habe da für jede Altersgruppe was dabei. Ja, also auch hier ein paar Besonderheiten, die es ja so mal nicht gibt hier mit den Puzzlen, weil ich finde das hier mit denen, finde ich voll super. Allerdings, da verzweifelt man mit Sicherheit dran. Ich denke, das hier, das ist sicherlich gut zu machen. Und ich möchte halt, weil die Kinder so oft hier stehen und wissen die Uhrzeit nicht, hier Armbanduhren von Lego gibt es halt doch auch. Die gibt es ja nicht mehr zu kaufen, ne? Richtig, ja. Da muss man erstmal hinterherkommen. Ich meine, ich muss ja auch dann im Internet schauen, wo ich sie dann irgendwo dann doch noch finde. Ja, hier meine Lego-Auswahl. Ich habe leider nur sehr wenig an Harry Potter bekommen. Das soll natürlich alles noch mehr werden, aber ja, jeder fängt immer klein an. Ne? So läuft's halt. Die Highlights hast du? Ja, eigentlich schon. Also zumindest die Sachen, wo ich sage, das sind Highlights, mag vielleicht jemand anders ein bisschen anders sehen. Ich meine, gerade hier bei diesen Welten, da kann ich jetzt halt nicht so genau sagen, was jetzt da wirklich noch die Highlights sind. Ja. Weil Duplo hatte ich tatsächlich als Kind wenig. Mein Hauptgebiet ist halt hier Space. Ich habe halt von meinem Bruder, der ist 10 Jahre älter, da habe ich halt schon ordentlich was bekommen und habe das immer weitergemacht. Und deswegen sind halt eben hier gerade solche Sets, das sind halt so meine Spezialitäten, dass ich halt immer gucke, dass ich so Besonderheiten mal irgendwie finde. Auch da hinten habe ich hier den DeLorean mal irgendwie ersteigern können. Blende ich euch ein. Sets, die waren viel zu kurz auf dem Markt, ja. Da hätte das doch viel länger sein müssen. Also das ist so ein bisschen die Neuware, aber ab hier wird es dann richtig cool und interessant, weil wir haben hier halt eben jetzt so gebrauchte Sets, die habe ich so gut wie möglich durchgeguckt, aber weil ich sie ja auch am Stück hat, kann man dann halt eben auch hier direkt vor Ort gucken, ist auch wirklich alles dabei. Gerade bei Star Wars, wo ja die Figuren den Preis machen, kann man sich direkt angucken, ist auch wirklich der richtige Kopf dabei. Ich bin da dauernd am Verzweifeln. Also hier hat man auf jeden Fall ziemlich coole Angebote. Besondere Angebote sind allerdings hier in dem Eingangsbereich, da habe ich sehr viel City normalerweise stehen. Normalerweise, weil das ist jetzt schon mittlerweile ein bisschen geräumt, aber ich sehe immer zu, dass auch wieder was Neues da hinzukommt. Ja. Also cool, es sind dann vor allem, wo ich dann viel drüber erzählen könnte, wäre hier aus dieser Space-Reihe oder halt eben hier so andere besondere Sammelgebiete wie Burgen. Ja, es gab so schöne Burgen, wo sind die denn momentan? Ja, hier Fort Legoredo. Die Kinder, die gucken direkt, gucken so, oh, hier in Fort, ja, oder hier oben hier, cool, Western. Ja, warum haben wir denn kein Western? Ja. Haben wir aber immerhin den Jago. Jetzt wird spannend. Ja, da haben wir ein paar Figuren. Ich muss noch welche hinzufügen, da bin ich schon nicht ganz fertig. Aber immerhin den Jago und Star Wars habe ich schon mal hier ordentlich bepreist, dass man noch sehen kann von vorne, wie viel kosten die Sachen. Man hat hier Utensilien. Ja, und dann kommen wir hier zum Highlight, der Riesenschrank. Also ich habe halt zwei Apothekerschränke. Ja, und habe halt jetzt versucht, dort so viel wie möglich reinzupressen, ja. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei interessante Schubladen, wenn du mal hier reinschauen willst, Jan. Natürlich. Da haben wir hier die so ein bisschen Pflanzenzeugs oder hier halt eben, ja, so ein paar Tiere, ja. Ich meine, man braucht ja immer mal wieder. Pferde. Genau, gerade für die Ritter. Ja, und dann hier ist also dann auf den Reihen sind die Farben aufgebracht. Also wir haben hier, wäre jetzt schwarz, hinter dir jetzt weiß, da kommen noch schönere Aufkleber hin oder ich tue da vielleicht auch Teile noch dran kleben. Das war erst einmal nur für mich gedacht, nur wie das im Lego-Laden ist, man hat 1000 Projekte und deswegen, da bin ich leider noch nicht so weit. Aber wir haben hier dann die normalen Platten in allen möglichen Größen, kann ich ja gerade zeigen. Oder ein Riesenfach. Und dann habe ich daneben die modifizierten Platten. Ja, und ganz ähnlich läuft es dann hier drüben.
Hier hat man dann die Schrägsteine daneben, aber hier neben haben wir das gleiche quasi mit den Bricks in allen Größen und dann hier die modifizierten Bricks. Ja, also entweder rund oder die, wo halt irgendwie was dran ist. Ja. Also ich hoffe halt einfach, dass man hier ja zumindest einen Großteil seiner Bricklink-Liste findet. Und gerne tue ich aber dann an der Kasse, wenn ich weiß, gewisse Teile werden gebraucht, dann tue ich die auf meine Bricklink-Liste nehmen und suche halt eben die dann raus, dass man die dann beim nächsten Mal mitnehmen kann. Hier geht es dann weiter mit Paneele, Fenster, hier sind die Reifen drin und hier drüben haben wir die Technik. Halt eben alles so verpackt, dass man möglichst schnell mal rankommt und halt eben einen möglichst schnellen Zugriff auf alle möglichen Teile hat. Ja. Wir sehen hier an der Rückwand sehen wir auch noch mein ehemaliges Sammelgebiet, ja. Das habe ich jetzt aufgegeben. Ja, ich habe gerne hier die ganzen großen Autos gesammelt, also bis zum Bugatti bin ich gekommen. Wenn ich die Geschichte erzählen darf, den habe ich verkauft für 220 Euro, das war halt eben sehr, sehr günstig, aber ein kleiner Junge hat den halt eben wirklich mit Freude hier rausgebracht. Ich hätte mir gerne ein Spielset verkauft, aber der ist jetzt Besitzer des Bugattis hier in Bad Schönborn. Fährt der irgendwo rum. Ich wusste nicht, dass Kinder mit Lego spielen. Genau so sieht's aus. Lustig war, dass er, na egal, das gleiche ist mal weg. Aber wir haben hier auf jeden Fall besondere alte Teile, weil mir ist immer wichtig, dass ein Lego-Set auch eine Anleitung dazu hat. Hier findet man ein paar, aber da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr noch dazu holen. Da kann man gar nicht genügend von haben, weil immer denkt man, ah, die habe ich doch, ja, ich habe die, aber eine andere. Bauplatten sind immer gebraucht, ja, braucht man ja immer hier die Straßenplatten, die man ja leider nicht mehr kaufen kann. Man hat aber auch hier noch die ganz alten Technik-Sets, ja. Also cool. In allen Ecken findet man noch hier oben hier diese schönen Vierradautos oder so. Oder dann da oben den Unimog, den habe ich ja auch lange gesucht, ja. Da muss ich jetzt gucken, aber man kann ja als Verkäufer, muss ich halt verkaufen, dann kann ich nichts alles behalten. Ich habe noch meine Space-Sammlung. Also da bin ich bei den ganzen Space-Sammlungen bin ich bei 75% und ich bei Classic sogar bei 98,1. Also das ist schon ein echt guter Wert. Also du hast fast alles? Ja, also das sind halt eben jetzt so die letzten kleinen Anleitungen, die halt nicht in Deutschland rausgekommen sind, die man jetzt noch versucht so zusammenzubekommen, weil vorher baue ich das nicht zusammen, selbst wenn ich die Teile habe. Und es gibt halt bei den alten Classic-Sachen, da haben sie in Amerika haben sie so ein paar Sachen rausgebracht, wo so ein Controller, der halt einer 5-6 Euro kostet, den haben die da viermal reingebaut. Ja, das ist jetzt noch so ein kleines Miniset, was mir da noch fehlt, deswegen die 98,1. Ja, dann vor allem hier, dass wir auch noch den Rest der Welt hier zeigen. Wir haben hier noch so einen Tisch, da ist ja eigentlich, kennt man das ja, dass man normalerweise den Kruscheltisch hat, wo man Kisten ausleert. Ich will ja halt versuchen, dass man in der Schublade sieht, ob es da ist oder nicht. Ja, also spätestens, wenn man mich ruft und man sagt, hier, ich finde das Teil nicht, wenn ich dann weiß, hier in dem Kästchen müsste es drin sein, wenn es da nicht ist, dann muss ich es bestellen. Deswegen muss man eigentlich nichts ausschütten. Aber trotzdem habe ich mal einen Tisch hier, dass man sich ein bisschen hinsetzen kann. Den kann man auch doppelt so weit ausziehen. Und ich habe auch schon den ersten Stammtisch, der sich hier angemeldet hat. Da freue ich mich sehr drüber, weil das ist natürlich mein Ziel. Deswegen sitze ich ja hier so zentral an der Autobahn, dass ich aus einem großen Bereich die Fans halt aufsammeln kann. Aber halt auch für die kleinen Fans habe ich hier ein bisschen was. Ich habe hier so eine Aktionsfläche aufgebaut, hier umrandet mit Holz, dass man hier so ein bisschen gegeneinander fahren kann. Wichtig ist, dass man sich vorher Hände desinfiziert, ja, aber dann halt eben hier versucht, sich die Reifen gegeneinander abzunehmen. Ich muss jetzt noch verbessern, weil ich muss hier noch ein paar Noppen dran machen, damit der nicht so durchrutscht. Aber mit dem hier hat man schon mal richtig Spaß. Also das sind tolle Modelle. Auch hier, die Fußballspiele wurden interessanterweise während der EM gar nicht genutzt, aber zwei Wochen nach der EM auf einmal, haben sie ja angefangen zu spielen. Und da bin ich immer voll dafür, dass die Kinder hier auch einfach spielen und nicht unbedingt nur kaufen, sondern einfach auch die Sachen ausprobieren, weil ich habe jetzt gesehen, tatsächlich ist das Fußballspiel besser als ich dachte. Das ist ganz cool, ja. Das hatte ich in meiner Kindheit auch. Ja, aber ich habe es nicht gespielt. Also ich bin ja ein bisschen älter. Und deswegen war das zu meiner Kindheit nicht und ich hatte jetzt erst so gedacht, ja, das ist mal, man tut ein bisschen rumspielen, aber doch, das funktioniert. Also man hört immer wieder, wie die da richtig Spaß haben, weil sie dann ein Tor geschossen haben. Ja, und das wäre dann meine Ecke, wo wenn's ich ums mich bezahlen geht. Ja, das gehört ja dann leider dann auch dazu, dass irgendwann muss man dann halt bezahlen, aber ich biete alles an. Also man kann hier bargeldlos bezahlen, auflegen, das hat sogar schon einer mit Handy bezahlt, geht cool. Also auch, ja.
Das ist drin. Wir haben auch Gutscheine. Da mache ich auch noch schöne Karten dazu. Aber über den Barcode kann man einen gewissen Betrag drauf zahlen. Kann auch einen Restbetrag drauf lassen. Funktioniert alles. Das war alles gut. Ja. Also deswegen, das wäre soweit mein Laden. Cool. Vielen Dank fürs Zeigen, für diese sehr ausführliche Rumtour. Und kommt gerne vorbei. Hier, Steineloge. Ich schreibe hier nochmal das Logo in ganz klein. Ich blende euch natürlich noch ein paar Sachen ein und in der Videobeschreibung unten ist alles drin, was ihr braucht. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Besuch. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao. Ciao.